Jo, moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, ich war ja am Wochenende auf dem Alterac-Only Beta-Server am Start. Da konnte man ein bisschen Alterac ausprobieren. Man hat quasi Level 58er Charaktere bekommen. Und unter anderem konnte man eben auch hier in diesem Gebiet Forestormant Duelle machen. Und ja, da war der gute Peyo, ja, oder Payo, wie auch immer, zufällig auch gleichzeitig live und hat hier Duelle gemacht. Und da habe ich mal mir einen Mage erstellt, also den hatte ich im BG mal ausprobiert. Und habe dann halt ja, hier relativ spontan mit dem Magier dann ein paar Duelle gegen ihn gemacht. Und die würde ich euch in dem heutigen Video einfach mal ein bisschen zeigen. Ich würde an der Stelle auch ganz klar sagen, also wie gesagt, das erste Duell habe ich dann auch gleich hier direkt gewonnen. Mage ist schon relativ einfach gegen Schurken eigentlich im Duell. Man kann es auf jeden Fall auch verlieren. Und ich habe auch ein paar Duelle gegen ihn verloren. Ich habe aber in dem Video hier ehrlich gesagt dann einfach nur die reingemacht, wo ich gewonnen habe, weil ich es einfach lustig fand, weil Peyo ja auch so ein Charakter ist, der sich einfach immer mega aufregt, wenn er verliert und so weiter. Und deinen Stream haben halt auch viele noch nebenbei geschaut, während sie bei mir zugeschaut haben. Und er hat sich halt einfach immer mega aufgeregt, wenn er mal verloren hat. Möchte aber, wie gesagt, an der Stelle auch erwähnen, dass es mit Magier ein bisschen einfacher gegen Schurken ist. Joa, so, das zweite Duell ging hier los. Ich möchte es mal ein bisschen kommentieren. Ich habe hier die Eisbarriere abgemacht, um ein bisschen mehr Schaden zu absorbieren. Ich denke, das ist logisch. Gleich wird er öffnen auf mich. Also man lässt den anderen eigentlich immer eröffnen, in dem Fall mit Mage. Ich mache hier dann keine arkane Explosion oder solche Geschichten. Ich lasse den Schurken dann auch immer eröffnen. Und jetzt hat er hier gerade erstmal den Cheap Shot gemacht, damit er zwei Kombo-Punkte bekommt und dann restellt er wieder und eröffnet, glaube mit dem Ambush. Er hat mir relativ gut Schaden schon reingedrückt. Jetzt hat er hier gerade Ausweiden gemacht, da den Gnomen-Rachel gerade. Ich blinzel weg und versuche ihn erstmal zu schieben, weil ich an der Stelle einfach versuche, den Kampf nochmal zu resetten. Das geht mit Mage relativ gut. Ja, und es ist einfach echt übel, weil der Schurke irgendwann keine Cooldowns mehr hat und der Mage einfach immer wieder resetten kann, ja. Jetzt habe ich hier den Fireball auf ihn gemacht, damit er einen Dot drauf hat. Slow ihn natürlich mit Frostball durch und er kommt kaum an mich ran. Das ist halt einfach übel mit Magier, ne? Wie man so ein Melee einfach auf Range halten kann. Tat mir auch immer so ein bisschen leid. Ich habe auch hier während der Duelle dann immer erwähnt, so ja, ich könnte kein Mage als Main spielen, glaube ich, weil ich selber so viele Jahre Schurke gespielt habe und mir einfach so, ja, so böse oder so übermächtig vorkomme mit Magier. Aber nun gut. Ja, hier sage ich es auch nochmal. Mage ist so lame. Ja, erst Duell oder das zweite Duell jetzt auch gewonnen hier an der Stelle. Da hat er mich dann immer weiter herausgefordert. Da wollte er dann irgendwann mal den Win auch erzwingen, glaube ich. Ja, er macht Cripple drauf gerade hier und ich lasse ihn, wie gesagt, wieder zappen. Jetzt wird er, glaube ich, gleich wieder die zwei Kombo-Punkte auf mich drauf machen und dann eventuell. Ne, er macht direkt Go, okay. Ich glaube, er war auch Dagger-gespeckt hier. Man muss dazu erwähnen, auf dem Alterac-Only-Server hatten halt die Schurken nur Dagger, ja, blöderweise. Deswegen konnten die Schurken hier auch nur die Dagger-Talente quasi für sich nutzen. Und deswegen waren auch die meisten hier Dagger gespeckt. Und fand ich ein bisschen schade. Ich hätte mir auch gerne nochmal den Hemo-Combat, Schwert-Hemo-Baum und so weiter angeschaut. Aber ja, ging leider nicht. So, jetzt habe ich den Kampf hier nochmal resettet, habe gerade nochmal geschiebt. Jetzt wird hier Erste Hilfe verwendet. Und genau, Mana Gem auch geused und gleich noch ein neuer herbeigezaubert. So, dann wieder Feuerball, damit er dort drauf hat und nicht vanishen kann. Direkt danach Rang 1 Frostbolt, dann ist er geslowed. Ich versuche ein bisschen Range zu bekommen. Er versucht ranzukommen. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier blendet. Nee, aber ich glaube, nee. Hier Cone of Cold, er kommt wieder nicht ran. Frostbolt nochmal. Ja, ist eigentlich fast schon down. Jetzt kommt hier der Gouge von ihm mit Verband. Ja, das war eigentlich gut gemacht. Aber wie gesagt, so ein Mage hat einfach ja, mehr Möglichkeiten. Aber das ist schon bitter irgendwie. Wenn der Schurke keine Cooldowns ready hat, ist er einfach irgendwie auch ein Kite-Opfer. Ne? Jo, und wieder down. Wie gesagt, es ist aber wirklich auch einfach ein bisschen leichter mit dem Magier gegen Schurken. Und ich habe auch nachher noch mit meinem Rogue ein Duell gegen gemacht. Da habe ich dann auch öfter mal gegen den Magier verloren. Also es ist echt schon nicht einfach mit dem Schurken. Jetzt hat er mich hier gesappt und Sheepshot gemacht, damit er zwei Kombo-Punkte drauf hat. Jetzt wird er restaten und ja, hat er, ich weiß nicht, ob er Ambush gemacht hat. Jetzt schiebe ich ihn und mache auch hier Magic Detect drauf, damit ich einfach so sehen kann, was er noch für Buffs am Start hat.
Genau, so wieder der Feuerball für den Dort, ja, Rang 1 Frostbolt, relativ ähnliche Taktik. Jetzt haben wir hier den Frostbite Proc, da wurde er kurz quasi eingefroren. Ich habe Ausweiden hier gerade gemacht, ich bin relativ low gerade, da muss man vorsichtig sein, wenn man keinen Block ready hat, ja, so wie ich gerade hier, und nicht blinzeln kann, kann einen dann so ein Ambush auch schon mal wegballern vom Schurken. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, ich bin noch absolut kein Mage Pro, ne? Ich habe zwar früher ein bisschen Arena mit dem Magier gemacht, in Burning Crusade, aber ich habe jetzt jahrelang Schurke gespielt und bin auch nicht mega drin mit dem Magier, ne? Also muss man auch ganz klar erwähnen an der Stelle. Hier dachte ich eigentlich, dass ich verloren hätte. Ich habe keinen Block mehr ready. Ich verstehe nicht, warum er hier nicht direkt Ambush oder so gemacht hat, aber irgendwie ja, konnte ich da nochmal die Nova machen und nochmal, also das war halt eigentlich schon verloren. Das hat mich ehrlich gesagt auch gewundert, dass ich hier noch gewonnen habe, aber ja. Ich glaube, da war er auch ein bisschen mad an der Stelle. Wie gesagt, ich mache die Duelle jetzt hier wirklich nicht rein, weil ich sagen will, ich bin der bessere Spieler oder so, ne? Sondern einfach, weil ich es einfach lustig fand, dass ich hier gegen so einen großen Classic-Streamer auch mal ein paar Duelle machen konnte. Und ich dachte, das ist vielleicht auch für euch ganz interessant, auch mal zu schauen, wie man sich hier so im Duell verhalten hat. Ja, jetzt habe ich hier wieder ein weiteres Duell gemacht. Er hat mir relativ viel Schaden schon zugefügt. Macht hier wieder Escape Artist, die Gnome Rachel. Ich versuche ihn zu schieben. Ich muss irgendwie den Kampf resetten. Jetzt schiebe ich, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er noch einen Blind hat. Das war auch sehr gut gespielt. Jetzt ist er wieder gegoucht gerade. Er ist wieder dran. Ich habe ihn immer noch nicht geschiebt. Und jetzt kommt der Blind. Ich habe aber Block ready und dadurch kann ich jetzt schieben. Ohne Block wäre es an der Stelle schwierig geworden. Ja, oh, ich habe... doch, jetzt kommt der Schieb. Okay. Ja, das ist ein bisschen das Problem am Schurken, was ich auch immer wieder selber gegen Magier merke. Selbst wenn man so richtig alle Cooldowns reinballert, irgendwie in den Magier, ja, und ihn richtig mega low hat, der Magier braucht nur einen dämlichen Schieb bekommen und kann die komplette Chose einfach resetten, ne, mit Hervorrufung und einem Verband einfach. Und das ist schon sehr, sehr nervig einfach. Ja, fühlt sich immer so ein bisschen blöd an. Ihr seht hier, ich bin fast wieder down. Und er used einfach jeden Shit, den er hat irgendwie. Und ich kann aber jetzt, glaube ich, gleich nochmal resetten. Ne? Und dadurch, guck, und jetzt, da hat er, glaube ich, richtig rumgeschrien. An der Stelle, das war auch wirklich, ich meine, ich war fast down. Und habe da gerade noch den Schieb durchbekommen. Ne? Ne, und jetzt ist er quasi wieder full Schieb, ja. Ich werde jetzt, glaube ich, nochmal schieben. So, jetzt verbannt. Usen, glaube ich. Nee, ach, so kann ich noch nicht, genau. Vielleicht, was ich hier geplant habe, da wollte ich einen Mana... Rubin erstmal machen, habe ich den abgebrochen? Ne, jetzt kite ich erstmal wieder. Ist ja auch knapp gerade, da wäre er fast wieder entkommen. Guck mal, ne, und ich bin im Grunde genommen fast down, aber er hat eben nichts mehr ready und kann deswegen nicht wirklich was machen. Ist schon bitter, ne? Ich meine, ich bin eigentlich fast down, er müsste nur einmal rankommen und ich mache ihn wirklich dann von dieser schlechten Position dann noch down am Ende, ne? Schon echt nervig, wenn man Schurke ist in dem Moment. Als Mage feiert man natürlich. Ja, aber Leute, ich könnte kein Mage spielen ohne Kack. Mage ist einfach, ich weiß nicht, einfach zu lame, zu OP. Genau, ach so, jetzt habe ich hier geswitcht. Genau, jetzt bin ich auf den Schurken gegangen, ne? Habe dann gegen seinen Mage auch nochmal, also quasi jetzt mal die andere Rolle, die andere Perspektive hier mit dem Schurken gegen den Magier. Man muss aber sagen, an der Stelle, er ist Fire Mage hier. Hat es dadurch, finde ich, ein bisschen schwieriger, auf dem Level auf jeden Fall. Es sind natürlich Level 58er Duelle mit suboptimalem Gear. Aber er hat es durchaus ein bisschen schwieriger. Hier die Gnome Rachel aus der Nova, die ist einfach mega wertvoll gegen Magier. Also ich werde nie wieder keinen Gnome spielen quasi. Also Gnome einfach OP. Jetzt versucht er hier zu schieben, den vanische ich. Macht dann Schiebshot nochmal und ausweiten und dann verdauen. Ja, wie gesagt, habe sehr viele Cooldowns auch gerade geused, ne? Darf man auch nicht vergessen. Und er ist halt eben nicht Frost gespeckt. Passiert dementsprechend relativ viel Schaden. Das sollte man auch im Hinterkopf behalten. So, das vorletzte Duell von dem Video. Es geht ein bisschen länger. Ja, habe ich deswegen auch eingenommen. Ist relativ ausgeglichen eigentlich. Ich dachte hier irgendwie am Anfang erst, er möchte irgendwie, dass ich da stehen bleibe oder so. Keine Ahnung, ja. Jetzt restasse ich und versuche gleich einen Open auf ihn zu bekommen. Ihr seht, er hat hier nur Mana Shield ab, weil er eben keine Frostbarriere hat. Sepp ich ihn erstmal. Rag ein bisschen Energy und mach dann. Das habe ich nochmal gesappt gerade. Okay. Ja. Oh, ich habe immerhin nochmal gegoucht. Das war ein bisschen Fail, der Opener eigentlich. Das war nicht so gut. Dazu muss er noch nicht blinzeln, glaube ich. Ne?
Deswegen habe ich hier gerade Sprinten. Ich habe auch verbessertes Sprinten. Dadurch bin ich gerade mit Slow losgeworden an einer Stelle. Jetzt schiebt er. Ich vanische den aber. Er macht keine Explosion, um mich rauszubekommen. Aus dem Stealth habe ich relativ gut umgangen hier. Ausweiden. Ne? Ich versuche ihn down zu prügeln. Und ja, ich weiß nicht, warum man an der Stelle versucht hat zu schieben. Da hätte er irgendwie erstmal Nova machen sollen oder Mana Shield oder keine Ahnung. Ja, so. Jetzt sind wir auch mit dem Mage Rogue-Duellen fertig. Jetzt habe ich ihn nochmal auf den Warlock umgelockt und habe nochmal so ein Omega-Lull-Duell gemacht. Leute, das war einfach nur lustig. Er konnte einfach gar nichts machen in dem Duell, ja. Einfach so das Warlock-Lifestyle hier am Start. Voll dotten, ja, Emulate. Und guckt euch mal den Vier an, Leute. Guckt euch mal an, wo er hingeführt wird. Ja, also wie gesagt, er verliert das Duell auch. Mega lustig am Ende hier. Und wie gesagt, ich habe auch oft gegen ihn verloren, ne? Also wundert euch da nicht. Aber ich wollte einfach die Duelle natürlich hier reinmachen, wo ich den großen Payo Oma besiegt habe. Und daher, Leute, ja, ich hatte sehr viel Spaß auf dem Server am Wochenende, dass man auch mal so, sag ich mal, gleichwertig gegen diese Spieler spielen konnte, weil ich einfach auf dem Level 40er Beta-Server halt noch Level 30 bin und da halt noch kein Gear habe. Da konnte ich halt nicht mithalten mit denen. Und deswegen war es einfach mal ganz cool, dass man hier, wie gesagt, auf einem Niveau war, mehr oder weniger, und eben hier Duelle gegen diese Spieler machen konnte. Und ja, das war's mit dem heutigen Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die paar Duelle. Und in dem Sinne, ja, bis zum nächsten Mal. Ja, ciao, ciao.